Metal-Leute, servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Dragon Monday. Gut, wenn jetzt das Intro schon vorbei ist, das Intro haben wir jetzt ein paar neue Fakten drinnen. Ich habe es ein bisschen verändert. Ich persönlich finde es so geiler. So, EMP-Partnerschaft. Ich möchte direkt zum Thema kommen, weil ich muss noch zwei Videos muss ich heute noch drehen, mit diesem hier drei. Überall schreiben die Leute, oh, bist du kein Partner beim EMP? EMP hat gepostet, du bist kein Partner. Auf mich zu ärgern. Ich bin irre. Ich habe auf jeden Fall vor, dieser Spinner vor der Kamera immer. Auf jeden Fall. EMP-Partnerschaft. Nein, ich bin nicht EMP-Partner. Lag allerdings daran, dass die E-Mail, die ich bekommen habe, ultra gut gefälscht war. Ja? Im Nachhinein habe ich mir gedacht, hätte ich auch machen können. Dass ich das selber nicht begriffen habe, hab mich EMP sogar angeschrieben. Außerdem mal herzlichen Dank für euer Zuschauen und und verdammt geil, dass ihr ab und zu mal meine Videos reinschaut. Ich weiß nämlich schon seit einiger Zeit, dass mich viele andere YouTuber und andere Leute verfolgen und der EMP ist da anscheinend keine Ausnahme. Also mal liebe Grüße an das gesamte EMP-Team. Nice. Ich verfolge euch seit ich 16 Jahre alt bin, kaufe bei euch Shirts, Poster, T-Shirts. Das Poster ist ja von euch. Ich glaube, die habe ich auch bei euch gekauft. Jedenfalls, ich kaufe bei euch ewig lange schon ein und ich finde es saugeil. Ihr macht einen guten Job und ihr habt eine richtig coole Seite. EMP hat mich angeschrieben am Dienstag oder Mittwoch, ich bin mir nicht ganz sicher. Wer genau hat dich von uns angeschrieben und bla und überhaupt sowieso? Denn wir haben dich nicht in der Kartei registriert. Und ich, nicht schon wieder. Also bin ich gegangen, habe die E-Mail an die weitergeleitet, habe mit denen gesprochen, habe denen Screenshots geschickt von meiner E-Mail. Ich habe nochmal meine Nachricht, also nochmal eine E-Mail an EMP geschickt. Ich habe beim EMP jetzt vor, meine Shirts eventuell anzubieten. Ich möchte auch ein paar andere Designs machen. Ich möchte Pullover machen, was ich auch schon im Shirt-Shop habe. Im Prinzip möchte ich die Sachen, die ich jetzt im Shirt-Shop habe, auch bei EMP anbieten. Vorausgesetzt, es ist möglich. Ja, es wird wahrscheinlich so Sachen geben wie zum Beispiel Tassen oder Mauspad, die werde ich vermutlich weiterhin über meinen Shop machen, über Spreadshirt, aber zum Beispiel Shirts und so Textilsachen werde ich wahrscheinlich über den EMP machen. Ich habe jetzt auf jeden Fall die E-Mail weitergeleitet bekommen, deswegen einmal eine Sache muss ich leider an EMP sagen, bitte, auch wenn ich nicht Partner werde, schickt mir bitte zumindest eine Antwort, dass ich nicht weiß, was Sache ist, werde ich es oder werde ich es nicht, wenn ich es nicht werde, ist es okay, aber ich will es wissen, ich hasse Ungewissheit. Eine Woche, drei Monate, zwei Jahre, nach 30 Jahren immer noch keine Antwort. Aber das habe ich halt bei vielen Sachen leider. Also falls ich kein Partner werde, wäre es okay, ist kein Stress, aber tut mir den Gefallen und sagt mir Bescheid, weil ich hasse Ungewissheit und ich hasse es zu warten. Das ist etwas, was ich absolut nicht ausstehen kann. Ich bin heute atemlos wie sonst was. Atemlos durch die Nacht. Ich habe heute echt Probleme mit dem Schnaufen. Keine Ahnung, was da los ist. Ja, und selbst das hat mich jetzt halt angestrengt, was eigentlich ungewöhnlich ist bei mir. Hose, Rücken, schwabbel ins Shirt zurückstopfen. Diese Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, kommt jeweils ein Video. Und es wird so laufen, Montag, welches Video könnte da wohl kommen? Dragon Monday vielleicht? Ich weiß nicht. Dragon Monday, Hashtag Frag Drache jeweils zwei, also jeweils Montag und also Dienstag und Mittwoch und Donnerstag ein Drachenlord. Ab und zu wird es auch so passieren, dass ich Freitag, Samstag, Sonntag ein Video mache. Wann und ob, weiß ich nicht. Aber es wird ab und zu mal was kommen. Da kommen dann zum Beispiel Formate, die jetzt so die Woche nicht laufen. Drachenlord und so weiter, das wird alles die Woche überlaufen, genau wie der Dragon Monday und die Hashtag Frag Drache. Hashtag Frag Drache mache ich am Anfang jetzt zwei, kann aber sein, dass ich irgendwann auf einen zurückfalle. Ich möchte aber die Hashtag-Frag-Drache nicht mehr so lang machen. Ich möchte noch maximal 5 Fragen in jede Folge nehmen, dann ist halt relativ kurz die Folge. Ich wurde jetzt mal wieder mehrmals gefragt in der letzten Zeit auf E-Mails und Privatnachrichten und auch öffentlich, was denn jetzt da los sei. Ich will doch Comics und Bücher machen. An Büchern schreibe ich aktuell nicht.
Ich habe zwar welche, an denen ich eigentlich schreibe, aber ich schreibe zurzeit generell nicht an Büchern. Ich mache auch momentan nichts an meiner Literatur an sich. Gedichtform und so weiter, Gedichte schreiben, mache ich alles aktuell nicht. Ich weiß gar nicht warum. Wobei ich jetzt wieder angefangen habe, da ein bisschen was zu machen. Was den Comic angeht, ich habe vor, einen Drachenlord-Comic zu machen. Keinen Drachenlord-Comic im eigentlichen Sinne, sondern einen Drachen-Comic, also einen Comic mit einem kleinen Drachen und so weiter. Ein paar Leute wissen schon ein bisschen was über die Idee. Ob ich das allerdings irgendwann mal umsetzen kann und ob ich da irgendwann mal wirklich was drüber mache, weiß ich noch nicht. Letzte Woche war halt viel Stress wegen der EMP. Dann gab es einige Probleme bei mir privat, was manche Leute auf Twitter mitbekommen haben. Dazu gleich mal gesagt, wenn ich auf Twitter irgend sowas poste, ihr braucht gar nicht nachfragen, was genau los ist, weil ich euch das nicht sagen werde. Wenn ich sowas poste, liegt es meistens daran, dass ich damit ausdrücken will, dass es mir momentan nicht gut geht oder ich momentan Probleme habe und mich da momentan nicht genau dazu äußern will. Wenn ich also ein Video mache, dass ihr Bescheid wisst, wieso bin ich nur so höllisch und scheiße drauf. Meistens sage ich es dann im Video nochmal, aber falls ich es mal vergessen habe und so ein Tweet existiert, dann wisst ihr wenigstens, was Sache ist, dass es mir nicht gut geht gerade. Ansonsten, die letzte Woche habe ich eigentlich relativ gut jetzt überstanden. Öffentlich bin ich ja sowieso immer ein bisschen anders. Diese Woche sollen jetzt verschiedene Punkte kommen. Ich mache jetzt heute 3 Videos im Ganzen. 3 Stück heute. Und warum? Ja, nur eigentlich aus dem Grund, was habe ich da mit meinen Händen? Eigentlich nur aus dem Grund, weil ich Montag, Dienstag, Mittwoch keine Zeit habe, Videos zu machen. Ich werde schauen, dass ich Mittwoch noch ein Video für Donnerstag machen kann. Weil sonst habe ich gleich in der ersten Woche, wo das jetzt wieder aktiv laufen soll, dass ich 4 Videos die Woche mache, dass dann gleich wieder nichts kommt. Auf jeden Fall heute 3 Videos, morgen, übermorgen und am Mittwoch kommen dann jeweils ein Video. Donnerstag hoffe ich dann auch. Und dann schauen wir mal, wie die Woche weitergeht. Ist jetzt auch nicht so besonders viel. Ich werde Livestreams machen, nach wie vor. Könnt ihr gerne zuschauen. Ich müsste da auch endlich Partner sein, aber fragt mich nicht immer, was mit dieser Partnerschaft los ist, ich verstehe es selber nicht. Eigentlich müsste ich längst Partner sein, da ist es auch kein Fehler oder sowas, da ist auch keine Verarsche. Das ist die offizielle Nachricht von EMP diesmal, vom EMP, von YouNow, ja. Aber ich habe keine Ahnung, was da genau los ist, ja. Einige schreiben mittlerweile schon, du wirst niemals Partner. Vielleicht hätte ich es auch nicht so breit treten sollen, aber laut verschiedenen Infos von anderen YouNowern, die bereits Partner sind, hat es bei denen nie so lange gedauert. Deswegen kapiere ich nicht, warum es bei mir so lange dauert. Nervtötende Scheiße. Das war's dann soweit von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im Livestream. Allerdings Montag, Dienstag, Mittwoch nicht. Vielleicht heute Abend, also am Sonntag. Das war jetzt gestern für euch. Oder dann halt irgendwann im Laufe der Woche noch Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ansonsten kann ich euch noch nicht genau sagen, ob und wann. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Drachenlord. Metal on.